Hallo und willkommen zurück zu Let's Play KOTOR in Folge 98 und aller Voraussicht nach der letzten Folge dieses doch recht langen Let's Plays. Ja, wir sind auf der Sternenschmiede und haben gerade Bastila wieder mehr oder weniger zur hellen Seite bekehrt. Auf jeden Fall hat sie jetzt ihre Liebe zu uns zugegeben und da müssen wir später lang. Gibt es da vorne noch was? Und sie unterstützt jetzt mit ihrer Kampfmeditation die republikanische Flotte. Ne, hier scheint es nicht lang zu gehen. Weshalb wir langsam den Sieg davon tragen. Aber Malak steht immer noch und er hat so ein kleines bisschen angekündigt, dass er hier die Verteidigungssysteme aktiviert. Mal schauen, was da auf uns wartet. Ich sehe hier gerade irgendwelche, was, Stachelkiste, Typ F, Terminal Typ F. Mal gucken, was das soll. War noch hier vorne, Quick Save. Hallo? Ein langweiliges Spiel, Revan. Ihr seid mir ein Dorn im Auge, seit ich euch den Titel des dunklen Lord aus den Händen riss. Es war ein Fehler, herzukommen, Revan. Die Sternenschmiede verstärkt meine Herrschaft über die dunkle Seite noch. Hier habt ihr keine Chance gegen mich. Und dieses Mal werdet ihr nicht entkommen. Ihr seid es, der nicht entkommen kann, Malak. Ergebt euch und vielleicht werden die die Gnade walten lassen. Ach, so nennt ihr das. Ihr glaubt wirklich, euch eure Kräfte und eure Identität zu rauben, war ein Akt der Gnade und Barmherzigkeit, Revan? Da würde ich ja lieber sterben. Ja, das können wir einrichten. Das ist sogar die Antwort 2. Ich wurde aus der Dunkelheit errettet, Malak. Ihr könnt ebenfalls gerettet werden, wenn ihr das wünscht. So klingt ein wahrer Sklave des Jedi-Kodex. Erspart euch eure Predigt, Revan. Die fruchtet bei mir nicht. Ihr seid ein unbedeutendes Stück Dreck, das ich nicht mal mehr wahrnehme. Ich habe euch in jeder Beziehung überflügelt und erreicht, was ihr nie geschafft habt. Ich habe das ganze Potenzial dieser Rakata-Anlage entfesselt. Ihr habt ja keine Vorstellung von den Kräften hier drin. Sogar die Wände selbst vibrieren voll dunkler Macht. Und nun, mein früherer Meister, werde ich euch von der Sternenschmiede selbst vernichten lassen. Ich werf sie auf euch drauf. Genau, Schmieddruiden Typ F und da war so ein Terminal F in der Nähe. Mal gucken, ob ich die hier einfach kaputt machen kann. So weit so aus. Ah, und da erscheint ein neuer, okay. Dann muss ich wahrscheinlich diese Terminals benutzen und das kaputt hacken oder so. Tun wir das mal. Terminal Typ F. Generator deaktivieren. 6 Sonden. Ja, 36 Sonden brauchen wir insgesamt. Da haben wir hier genug. Und ich glaube, in den Kisten, die sie super als Stachelkiste übersetzt haben, also da drin sind Data Spikes, also diese Systemsonden, Computersonden. Gäbe es notfalls, glaube ich, auch noch welche. Sollen wir mal hier bei der Generator deaktivieren, genau. Kann man leider nicht überspringen, ne? Und gleich nochmal. Ich fühle mich verfolgt. Wenigstens bleiben sie stehen, während ich das hier hacke und kommen mir nicht so im Off auf den Pilz gelaufen.
Ja, da wäre jetzt natürlich hier auch die Druiden-Zerstören-Reihe sehr sinnvoll gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja, super, das war jetzt genau der. Ach, die sind jetzt inaktiv? Okay. Naja, um die EP ist es ja nicht schade, da haben wir eh genug. Gibt's hier hinten noch was? Nö. Östliche Aufzugtür. Dann speichern wir mal noch. Und rein geht's. Hey, Malaka. Gut gemacht, Revan. Ich war sicher, die Abwehr der Sternenschmiede würde euch vernichten. Aber wie ich sehe, steckt offenbar doch mehr von eurem alten Ich in euch, als ich dachte. Ihr seid stärker, als ich dachte. Stärker, als ihr es während eurer Herrschaft als dunkler Lord jemals wart. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Die helle Seite ist stärker, als ihr denkt, Malak. Es würde mich reizen, euch lebendig in die Hände zu bekommen, Revan. Dann könnte ich euren Willen brechen und euch als meinen Schüler an mich binden. So wie Bastila. Wenn ich euch kontrollieren könnte, wärt ihr für mich ein weitaus größerer Gewinn als selbst Bastila und ihre Kampfmeditation. Aber ob das Risiko wert ist? Vielleicht seid ihr doch zu stark, um mein Schüler zu werden. Ich habe euch hintergangen, als mir klar wurde, dass meine eigene Kraft größer war als eure. Irgendwann könntet ihr das Gleiche mit mir versuchen. Ich werde der dunklen Seite nie wieder dienen, Malak. Leeres Gerede. Die dunkle und die helle Seite kämpfen immer in euch um die Vorherrschaft. Im Moment ist die eine Seite stärker. Aber das kann sich auch jederzeit wieder ändern. Retter, Eroberer, Held, Schurke. Ihr seid all das und mehr, Revan. Und doch seid ihr ein Nichts. Letzten Endes gehört ihr weder zum Licht noch zur Finsternis. Ihr werdet immer alleine sein. Ich glaube an die Macht der Läuterung. Aber natürlich, was bleibt euch denn auch sonst übrig? Das Schicksal hat sich gegen mich verschworen. Euch trotz all meiner Bemühungen am Leben erhalten und euch in die Rolle des Erretters gedrängt. Alles lief unausweichlich auf unsere letzte Konfrontation hin, Revan. Ich verstehe jetzt, dass diese Sache nur geregelt werden kann, indem einer von uns den anderen vernichtet. Wieder einmal stehen wir uns im Kampf Mann gegen Mann gegenüber. Und der Sieger wird das Schicksal der Galaxis entscheiden. Na dann, viel Glück, mein Freund. Kann ich dich wegschubsen? Ja, das gibt mir genug Zeit, um mich zu buffen. Kampfstimulanz der Ichani. Verpinen-Schild-Prototyp. Mal schauen, ob ich da jetzt schon ausreichend draufhauen kann. Der Speedbuff ist scheinbar ausgelaufen. Wow. Das war gerade ein Crit, oder was? Ihr verblüfft mich immer wieder, Revan. Wenn ihr damals die wahre Macht der Sternenschmiede entdeckt hättet, ihr wärt wirklich unbesiegbar geworden. Aber ihr wart ein Narr. Alles, was ihr sehen konntet, war eine enorme Fabrikanlage. Eure Fantasie reichte nicht weiter als bis zu einer unendlichen Sternenflotte, die das Imperium überrollte. Ihr wart blind, Revan. Blind und dumm. Wovon redet ihr? Die Sternenschmiede ist weit mehr als nur eine Raumstation. In gewisser Weise ist sie ein lebendiges Wesen.
Sie hat Hunger. Und sie ernährt sich von der dunklen Seite in uns an. Jetzt, soweit waren wir doch schon. Schaut euch um, Revan. Seht ihr die Leichen? Ihr solltet sie noch von der Akademie kennen. Das sind Jedi, die fielen, als ich Dantooine angriff. Sie scheinen tot zu sein. In jeder Hinsicht. Außer einer. Ich habe nicht zugelassen, dass sie eins werden mit der Macht. Stattdessen habe ich sie hergebracht. Die Sternenschmiede verdirbt, was noch an Macht in ihnen steckt, und führt mir diese dunklen Kräfte zu. Ihr könnt mich nicht besiegen, Revan. Nicht hier auf der Sternenschmiede. Nicht, solange ich die Macht all dieser Jedi anzapfen kann. Und sobald ihr besiegt seid, werde ich das Gleiche mit euch anstellen. Ihr werdet in einer schrecklichen Existenz zwischen Leben und Tod gefangen sein. Und eure Macht wird mich stützen. Okay, was läuft denn jetzt hier noch bei mir an Effekten? Der Stim ist schon ausgelaufen. Ich hatte nicht angenommen, dass er hier noch so ewig labert, die Sau. Geht das Lähmungsfeld? Nee. Vielleicht noch Speedbuff und dann Angriff. Ja, also ich könnte jetzt hier von Dings zu Dings rennen und die kaputt machen, aber ich habe halt nichts so wirklich. Kann mal gucken, ob die Machtwelle was nützt. Nee, immun. Ja, da müssen wir ihn jetzt mal um mal besiegen. Das ist natürlich blöd. Hat er gerade den gedispelt oder ist ausgelaufen? What? Nein, oder? Das muss aber ein heftiger Crit gewesen sein. Holla, die Waldfee, da müssen wir uns den Scheiß echt nochmal antun. Oh. Gut gemacht, Revan. Den kann man jetzt nicht mal bespringen. Ihr seid. Doch, jetzt. Ja. Machen wir es nochmal richtig. Vielleicht noch heilen hinterher. Ihr verblüfft mich immer wieder, aber ich schaut euch um, Revan. Seht ihr die Leichen? Ich will skippen. Ihr solltet sie noch von der Akademie kennen. Das sind Jedi, die fielen, als ich Dantooine angriff. Sie scheinen tot zu sein. In jeder Hinsicht. Außer einer. Ich. Ihr könnt uns. Ich hab doch gerade noch einen Heal reingedrückt. Nee, du sollst wegfliegen, erstmal kurz. Was? Warum hat das ihn nicht mal versucht zu treffen? Was? Ey, olle Sau. Lebenserhaltungskit, wie viel bringt das? Ey, das ist doch unmöglich. Das ist unmöglich. Wie soll man sich denn da wieder hochheilen zwischendurch? Ich glaube, es hackt. Ich werfe jetzt erstmal hier noch den Stim.
Ja, mach hin, mach hin, mach hin. Gut gemacht, Revan. Kennen wir schon, kennen wir schon, kennen wir schon. Hier funktioniert es wenigstens noch. So, was ist aktiv? Speed ist noch aktiv. Okay, gebe ich mir noch den Meistertapferkeit. Nochmal hinterher geheilt. Und Schild werfen. Ihr verblüfft mich ab. Ey, das ist nicht mehr funktioniert. Und dass man hier nicht skippen kann. Leichen? Ihr solltet sie noch von der Akademie kennen. Das sind Jedi, die fielen, als ich Dentoin angriff. Sie scheinen tot zu sein. In jeder Hinsicht. Außer einer. Ja. Ich habe nicht zugelassen, dass sie eins werden mit der Macht. Stattdessen habe ich sie hergebracht. Die Sternenschmiede verdirbt. Yada, yada. Mach hin. Und so. Ihr könnt mich niemals besiegen. So, Stim läuft noch, Speed läuft noch, Mut ist ausgelaufen. Werf ich den kurz nach. Der mit seinen 2 Aktionen pro Runde geht mir auf den Piss. Aber sonst wäre, glaube ich, auch nicht sonderlich schwer. So, ich mache mal ein Quicksave hier. Das geht ja zum Glück in Combat, wie mir eingefallen ist. So, Speed läuft auch noch, genau. Wie auch immer der gerade rangerutscht ist. So. Hat gereicht. Sehr schön. Was ist da gerade ausgelaufen? Ah, der Stim. Und was sonst noch? Mut. So, eben noch den Schild nachwerfen. Was fehlt jetzt? Ach, wieder schon der Mut. So, Heilung. Das geht ja schon mal besser. Ich mache wieder einen Quicksave. Was brauchen wir? Ja, Speed läuft aus irgendwelchen Gründen immer noch weiter. Ach, ich habe auch den falschen Schild aktiviert eben. Kein Wunder. Die Sau des Bild. Dislike.
Gut, wieder nur die Tapferkeit hinterher. Jetzt ist er ganz tot. Okay, Stim ist ausgelaufen. Was habe ich denn sonst noch so? Ich glaube, ich gehe auf den Hyper-Geschicklichkeits-Enhancer. Jetzt der letzte oder vorletzte Jedi sein, ne? Oh, Quicksave Fix. Oh, was nimmt der schon wieder runter? Alles nimmt er runter. So, Tapferkeit. Speed. Angriff, Angriff. Ah, endlich. Unmöglich! Niemand kann mich besiegen! Ich bin der dunkle Lord der Sith! Die helle Seite wird immer stärker als die dunkle Seite sein. Ihr verbreitet immer noch... immer noch die Weisheit der Jedi, wie ich höre. Vielleicht steckt doch mehr Wahrheit in ihrem Kodex, als ich je geglaubt habe. Aber ich frage mich trotzdem, was wohl passiert wäre, wenn unsere Rollen vertauscht gewesen wären. Wenn das Schicksal bestimmt hätte, dass ich in die Hände der Jedi gefallen wäre, hätte ich zur hellen Seite zurückkehren können wie ihr? Wenn ihr mich gar nicht erst auf den Pfad zur dunklen Seite geführt hättet, was wäre dann wohl mein Schicksal gewesen? Es tut mir leid, dass ich euch auf diesen Pfad führte, aber ihr habt euch dazu entschlossen, ihn weiter zu verfolgen. Ich nehme an, das dürfte stimmen. Ich allein bin verantwortlich für mein Schicksal. Ich wollte der oberste Lord der Sith sein, der Beherrscher der ganzen Galaxis. Aber dieses Schicksal war mir nicht bestimmt, Revan. Euch vielleicht, aber niemals mir. Und zum Schluss... Da nun die Dunkelheit mich umfängt, bin ich ein Nichts. Das ist übrigens auch das, was Revan in SWTOR sagt, wenn man ihn dann besiegt. Zwar leicht anders übersetzt, aber damit verabschiedet er sich quasi von seinem Freund hier, Malak. Da seid ihr ja. Was ist geschehen? Es gab keinen Weg, ihn zurück zur hellen Seite zu bringen. Ich musste ihn eliminieren. Es war auch nicht zu erwarten, dass er sich erlösen lässt. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt daran gedacht habt. Aber noch sollten wir nicht feiern. Mit Hilfe meiner Kampfmeditation ist es der Republik gelungen, die Linien der Sith-Flotte zu durchbrechen. Die großen Schiffe sind in Feuerreichweite. Und das bedeutet, dass wir hier raus müssen, bevor uns der gesamte Komplex um die Ohren fliegt. Alle anderen sind schon auf dem Schiff. Los, lasst uns gehen!
kaputt gegangen. Admiral Dodonna, wir haben Ihre Hauptorbitalstabilisatoren getroffen. Alle Mann zurück. Ich möchte keine Schiffe verlieren, wenn diese Raumstation untergeht. Alles wir klar, haben es geschafft, Landa. Die Sith sind besiegt und die Sternenschmiede ist zerstört. Aber um welchen Preis, Admiral? Wo ist die Ebon Hawk und ihre Besatzung? Yay! Warum auch immer die jetzt ihr alle auf Leon Malak sind. Malak besiegt, die Sternenschmiede zerstört und den Geist der Sith gebrochen. Daher ist es mir eine Ehre, euch dieses Abzeichen zu überreichen. Die höchste Auszeichnung, die von der Republik verliehen wird. Von Coruscant bis zum äußersten Ende des Outer Rims werdet ihr als der Retter der Republik gefeiert. Im Namen des Jedi-Rats, der Galaxis und der Republik möchte ich euch für euer Handeln danken. Wir Jedi müssen uns jetzt einer anderen Aufgabe in der langen und großartigen Geschichte unseres Ordens widmen, dem Bezwingen von Revan, dem verlorenen Ritter. Ihr werdet überall als der Retter der Galaxis erkannt werden, der Held unserer Zeit. Aber ihr müsst wachsam bleiben. Denn eines Tages müsst ihr möglicherweise erneut die Ehre der Republik gegen die dunkle Seite verteidigen. Das ist das Schicksal des Jedi. Gut, die Musik muss ich hier leider rausschneiden. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt die Credits sehen könnt oder nicht. Weiß nicht, wie das gerade gelöst ist. Die Zwischensequenzen musste ich ja einmal rüber kopieren. Also, ja, ich brich's mal ab. Das ist gerade relativ sinnlos so. Das war also Star Wars Knights of the Old Republic. Wir haben es geschafft. 98 Folgen. Ja, das ist so in etwa das, was ich geschätzt hatte. Also 90 bis 110 war so meine ursprüngliche Schätzung. Liegen wir ja ganz gut drin. Sehr schönes Spiel. Also absolut verdient. Game of the Year damals. Und immer noch eines meiner Lieblingsspiele. Die Story ist cool. Hat einen sehr schönen Plot-Twist. Man erfährt auch immer mehr so ein bisschen über die Sternenschmiede. Es ist auch sehr schön eingestreut. Aber wartet mal noch auf den zweiten Teil. Der wurde zwar in Grund und Boden kritisiert, weil er absolut unfertig rauskam. Aber inzwischen gibt es Mods, die sehr viel von dem Content wiederherstellen und Lücken schließen. Und gerade noch mit dem Hintergrundwissen aus dem Revan-Roman ist das ein absolut geniales Werk. Das kommt als nächstes. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Es ist leider immer ein bisschen ungünstig, wenn man hier so lange Alien-Dialoge hat mit den Untertiteln. Die kann ich euch ja auch nicht die ganze Zeit vorlesen. Und mit Mitlesen ist halt auch blöd, wenn man so nebenher Let's Plays guckt. Ich weiß ja selber, wie das ist. Ich hoffe aber, ihr wart trotzdem halbwegs interessiert dabei. Und wir sehen uns dann in anderen Spielen wieder. Bis dahin, stay frosty!